So, Leute, wir bauen heute nochmal ein Balkonkraftwerk von Anker Solix auf. Das ist das neueste Gerät, da ist so eine Extender-Batterie dabei. Die hat 1600 Kilowattstunden zusätzlich zu der eigentlichen Batterie hier, wo auch der Wechselrichter jetzt schon komplett integriert ist. Das ist voll das scheiß Bild, aber egal. Das heißt, man hat nicht so viel Zeug, was da irgendwo rumsteht. Die kann man übereinander stecken hier. Wir gucken uns das jetzt gleich alles nochmal ganz in Ruhe an. Genau, das ist, glaube ich, noch ein Ding, was man abziehen muss. So. Was ist das da hin, oder? Ja, sieht gut aus. Bup, fertig. Jetzt hat das Ding 1600 plus 1600? 3200 Kilowattstunden. Kapazität, das ist schon einiges. Ne? Wie viel ist das Maximale? 5 Batterien, dann sind das 9600 Kilowattstunden. Bis 9600 kann man das mit den Dingern unten quasi dazu kaufen. Der oben bleibt immer gleich, man müsste den wegmachen und kann die unten stapeln bis auf 9600 Watt. Und das ist schon krass. Also wir haben hier jetzt 4 Paneele, wir bauen das wie gesagt jetzt gleich alles auch noch auf. Die haben jeweils 435 Watt. Es gibt auch Paneele von Anker Solix, die haben glaube ich 500 Watt oder 520. Dann ist es aber nicht möglich wegen den Gesetzen in Deutschland da 4 quasi an das Gerät anzuschließen. Allerhöchstens ist in Deutschland 2000 Watt erlaubt. Deswegen ist das halt auch eigentlich ganz, ganz gut. Das Coole ist, dass hier 4 MPPT-Strecken vorhanden sind. Das heißt, die Beschattung von den einzelnen Platten ist nicht ganz so wichtig, weil hier sind 4 Eingänge. Ich zeige euch das mal. Hier an dem Ding sind quasi 4 Eingänge. 1, 2, 3, 4. Und an die Eingänge wird dann jeweils eine Platte angeschlossen. Das ist perfekt. Das heißt, man kann halt auch die einzelnen Platten von Anker, wenn man schon welche hat, benutzen oder wenn das irgendwie vom Platz nicht passt, andere da anschließen. Es muss aber halt dann das Stecksystem sein. Ich denke mal, das ist auch irgendwo genormt. Aber das ist halt cool. Das ist bei dem alten System nicht so gewesen und das ist halt... Mir gefällt das übelst gut. Lass uns das mal aufbauen. Jetzt sag mal, hier die Verarbeitung ist wirklich nicht verkehrt von dem Ding, oder? Alles super. Wir haben ja schon die anderen Paneele einmal gehabt. Die haben sich auch super angefühlt, aber das ist schon nicht verkehrt. Vor allem die Dinger hier, die kann man draußen stehen lassen. Die Batterien, die sind IP65 geschützt. Das ist quasi komplett staubdicht und ich glaube Strahlwasser geschützt quasi. Die können draußen stehen bleiben und bis minus 20 Grad auch. Also gegen Kälte auch geschützt. Also die kann man quasi, wenn man das draußen auf dem Balkon aufbaut, irgendwo in der Ecke, hochstapeln und fertig. Das ist schon perfekt. Die Solarmodule sind IP68 geschützt, die Kabel auch. Also das ist komplett alles Wasser, staubdicht. Ist eine super Sache, echt. Jetzt kommt halt die Sonne auch ein klein bisschen raus. Das Wetter in Deutschland ist ja, muss man sagen, bescheiden im Moment. Ist aber egal, weil diese Solarpaneele, die werden auch irgendwie von beiden Seiten, boah, oder erzähl ich da jetzt Scheiße, Alter. Sind die von beiden Seiten? Ist das hier Glas, Glas? Glaub schon, ne? Gucken wir mal jetzt. Ja, ja, klar, hier, guck mal, das ist doch die Unterseite, 100%. Guck, das ist die Unterseite. Das ist Glas, Glas. Und die werden quasi auch, je nachdem auf was für einer Oberfläche die stehen, noch zusätzlich erzeugen die von unten Energie. Nicht so extrem viel, ist aber besser, als wenn die nur von oben Energie erzeugen. Das ist halt noch deutlich mehr Leistung wie die normalen Paneele. Ja, dann musst du mir helfen. Da bringst du die Kamera hin. Kollege, da krieg ich nicht hin. Schön, dass du mich dabei filmst, aber tu dich mal im Stativ drauf. Das ist ja, das krieg ich so nicht hin. Schöne Fläche einmal, ne? Das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Fläche da jetzt am Boden. Das ist schon krass. Für so ein kleines Balkonkraftwerk. Ich weiß gar nicht mehr, ob man das Balkonkraftwerk nennen kann, aber ist halt auf jeden Fall rechtlich so erlaubt in Deutschland. Da sind auf jeden Fall auch Verlängerungen von den Kabeln dabei. Das wäre sehr lustig, wenn das nicht dabei wäre, aber man muss ja von den Solarpaneelen zu der Solarbank kommen. Das machen wir jetzt mal.
schließen die da an, verbinden die mit der App und dann zeigen wir euch mal bei diffusem Licht, wie viel Energie die Anlage erzeugt. Der Mike hat gesagt, das ist kein Balkonkraftwerk, aber ich habe auch gehört, man kann bei Anker auf der Seite auch Dachbefestigung dafür kaufen. Das heißt jetzt eigentlich nur noch Balkonkraftwerk, aber die werden ja mittlerweile immer riesiger. Ganz früher hat das ja mit einer einzigen Paneele angefangen, aber da gibt es auch normale Dachbefestigung für, dann kann man sich das auf Dach machen, weil das ist ja von der Fläche schon nochmal doppelt so groß ist, das, was die Leute so auf dem Dach haben. Auf jeden Fall, 100%. Ja, und wir haben auch darüber geredet. Ich habe jetzt überlegt, mir eine richtige Solaranlage aufs Dach zu bauen, privat. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis dazu ist meiner Meinung nach irgendwie kaum noch gerechtfertigt. Und ich glaube, dass da auch die Entwicklung, wenn die Gesetze ein kleines bisschen ändern in Deutschland, irgendwie dahin geht, dass man solche Anlagen halt ohne einen Elektriker relativ einfach selber installieren kann und darf. Das, ja, würde die Wirtschaft ein kleines bisschen kaputt machen und hat alles Vor- und Nachteile. Ja, ich glaube aber, das wird irgendwie darauf hinauslaufen, denke ich mal. Weil wenn man das Ding jetzt schon erweitern kann bis 9,6 Kilowattstunden, ich meine, viel, viel größer sind die Batterien, die meisten in diesen ganz normalen Photovoltaikanlagen auf den Häusern halt auch nicht. Ja, meinst du, passt? Verlängerung dran machen. Ne, müssen alle, ne? Lass mal einfach. Hier die ersten nicht machen, aber dann geht das halt. Ja, yeah, wir müssen das halt noch mit dem Internet verbinden, das Ding, ne? Mit dem WLAN. Wir verlängern das jetzt einfach, damit wir mit unserem Router, der steht bei uns da oben im Büro, hier dann gleich WLAN für das Ding haben. Sonst kann man die App nicht benutzen. Und das wäre halt blöd, weil es schon schön von woanders, wenn man im Urlaub ist, irgendwie zu sehen, wie viel erzeugt meine Solaranlage auf meinem Dach gerade. Das ist schon cool zu sehen. Alles installiert, das kann auf jeden Fall ein Blinder mit einem Krückstock oder ein gut dressierter Affe. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wir kommen alle drei, wir sind jetzt nur zwei, aber eigentlich sind wir drei hier aus der Industrie und da waren die besten Maschinen, die idiotensicher sind. Das System ist auf jeden Fall idiotensicher. Das kann im Prinzip jeder machen, der genug Power hat, um die Akkus zu tragen und um die Platten aufs Dach zu packen, natürlich mit Gerüst und sowas, oder an den Balkon zu stellen, kriegt jeder hin, oder? Das ist echt überhaupt gar kein Problem. Da kann man nichts falsch machen. Jeder Stecker davon, ich zeig dir mal ganz kurz, und man kann da halt nichts verkehrt machen. Also das ist schon eine super Sache. So, das Ding ist auch schon am Blinken. Die Akkus sind auch mit die modernsten, die es auf dem Markt gibt. Normalerweise haben die 3000 Ladezyklen und diese Akkus hier, die haben jetzt 6000 Ladezyklen. Die Lebensdauer von den Akkus ist 15 Jahre angegeben, die von den Panels 25 Jahre. Die Akkus haben 10 Jahre Garantie und die Panels haben 12 Jahre Garantie. Was noch richtig cool ist bei diesen Akkus, jetzt auch neu bei Anker, das war vorher auch nicht so gewesen, ist, die haben hier eine Steckdose für einen normalen Schuko-Anschluss, der 1000 Watt quasi rausgibt. Selbst wenn im Haus quasi der Strom komplett ausfällt, hat man hier quasi so eine Notfallsteckdose mit 1000 Watt, womit man ja rein theoretisch einen Kühlschrank, eine Heizung betreiben könnte. Weiterhin. Ne? Das finde ich, das ist cool gemacht, das ist eine coole Sache, das haben die vorher nicht gehabt. So hat man wenigstens Notstrom und kann die nötigsten Sachen zu Hause weiterlaufen lassen. Ich verbinde das jetzt mal mit der App. Dazu öffne ich die Anker-App. Oder Anker, tu Geräte hinzufügen, will Bluetooth aktivieren. Ja, aktivier doch Bluetooth. Bluetooth ein. So, jetzt werden Solarbänke gesucht. Der hat die direkt gefunden. Das ist auch nur noch ein Ding. Zack, ich verbinde die. Scannen. Näher an das Gerät bringen. Zack, hat geklackt. Zack, hat geklackt. Fertig, näher an das Gerät bringen. Ja, aber wir sind auch gut mit WLAN verbunden, da muss das Ding ja auch... Du kannst mir jetzt gleich mal... Fertig. Homegerät hinzufügen, was? Überspringen. Firmware Update. Update, ja, jetzt haben wir alles. Nee, ich muss auf Update. Update, ja. Nochmal Update. Ich bringe euch in der Zwischenzeit mal ein bisschen näher hier dran, dann könnt ihr das Ding auch von vorne sehen, weil das sieht halt auch echt cool aus. Also das ist nicht irgendwie so ein Müll, der da in der Ecke steht, sondern das ist wirklich... Ein stylisches Ding, muss man sagen. Das ist halt so ein Akkupaket, was man so hochbaut. Ne? Ja. Man kann das ja auch, wenn man auf dem Balkon ist, also ich würde das wahrscheinlich einfach in so wie so eine Art Schrank oder sowas reinstellen, wenn man das jetzt nicht hübsch finden würde. Ja, genau. Man kann das ja auch die Kabel gut verlegen. Ist jetzt nicht so wie hier, man kann das ja alles ordentlich verlegen, das wegtun. Also das ist schon
ist schon nicht verkehrt, das mit Akku zu haben. Auf jeden Fall besser wie ohne einen Akku. So, das Update haben wir jetzt gemacht. Initialisierungseinstellung. System erstellen. Name muss eigentlich. Ja, Test, ja, mach ich. Test des, oh, guck mal, Test des Energiesystems. Ich wollte nur Test schreiben, das hört sich aber besser an. So, erstellen. Benutzerdefinierter Modus. Ja, ja. Nicht eingestellte Zeit. Ja, ja, machen wir. Benutzer. Initialisierung ist halt fertig. Fehler. Weil wir die Kabel abgemacht haben. Sonst konnten wir das nicht machen. Ja, jetzt lass mal die Kabel mal anstecken. Ja. Steck die mal ein da. Das hat nämlich gerade ganz kurz nicht funktioniert. Also, was heißt ganz kurz? Wir sind da zwischendurch einmal Rasenmähen gefahren. weil man erst das Ding mit der App verbinden muss und dann die Paneele daran anschließen kann. Ja, ja, guck mal, jetzt geht's direkt los, Junge. Geht direkt los. Hier, Eduard, fertig. Du bist da am Klicken, geht direkt los hier mit der wilden Fahrt. Guck mal, schon 228,9. Jetzt geht die Sonne weg. Wird ein bisschen weniger, geht trotzdem hoch, weil du mehr Module ansteckst da. Ja, guck mal, jetzt sind wir hier bei, sind alle dran? Ja. Jetzt steck mal das Ding in die Steckdose rein. Ich will mal sehen, ob sich dann auch direkt hier was verändert. Aber weil was jetzt heißt dieser hier? Ja, ja, das ist, weil keine Netzverbindung. Guck mal, die stecken wir jetzt da rein. Der Eduard steckt das rein. Boah, 500, 600. Der wird gezogen jetzt von uns. 560. Nee, noch ist gar nichts. Ah, jetzt fertig. Weg. Ey, das ist geil. Alter. Fehlermeldung weg. Guck mal, bei jetzt echt die Sonne weg und wir haben 476 Watt. 91% Akkuladung, Solarbetrieb, ah, Solarbank, da blicke ich nicht ganz durch, warum ist hier 235? Ja, die lädt die hat mit 235, das speist der ein. Ah, ja, ja, also das ist der Wert hier, plus der Wert, müsste der sein, ne? Ja, ist auch, 100%, habe ich gerade gesehen, 200 ja, ja, und dann 14, gesehen. Ja, ja, perfekt. Jo, das ist... cooles Ding. Hier können wir jetzt benutzerdefinierter Modus. Hier können wir jetzt einstellen, wie viel da ins Haus eingespeist werden soll. Guck mal, den kann man bestimmt hier. Hä? Nee, geschätzter Speicher, geschätzter Wert. Achso, Solarenergieverbrauchsplan. Plus, wiederholen, Zeitraum hinzufügen. So, von 0 bis, machen wir von 0 bis. Bis 24 Uhr, immer einfach, genau. Und hier kann man dann hochstellen auf bis zu 800 Watt. Das ist auch wieder genau das, was hier in Deutschland erlaubt ist. Dann, ne, erstmal, ich muss hier erstmal bestätigen. Ja, du könntest jetzt aber auch noch andere Zeit haben. Ja, ja, klar, wollen wir nicht. Der soll alles da reinhauen jetzt, müsste jetzt normalerweise. Ja, da, ja. Boah, Junge, guck dir das an. Geht alles hier in die... Und der Rest geht in den... Alles in die Karre hier, Junge. Alles in die Werkstatt. Alles in die Halle. 800 Watt. Fertig. Ja. Boah, da geht richtig die Post ab. Ja, und auch die Zellen, die liefern jetzt richtig ab. Ja, ja, jetzt ja, ja. Geht die Post. Jetzt geht richtig die Post ab. Ah, jetzt wieder ein bisschen bewölkt. Ne? Eben, wenn jetzt die Sonne scheinen würde, hätten wir hier richtig dick gehabt. Ja, ja. Aber der speist ja auch jetzt ein bisschen was aus dem Akku ein, ne? Weil ja. Der hat ja so viel, macht er jetzt gerade gar nicht. Ja. Wir sind ja, schwer perfekt. Begeistert. Jo, das war's auf jeden Fall. Das Ding ist cool, kann man sagen, das ist ultra gut verarbeitet. Boah, maximal kann man mit dem Ding 2324 Kilowattstunden im Jahr einsparen. Das ist halt, wenn man das so bedenkt, ganz schön viel. Ja, bei mir, ich hab 4000, 5000 Kilowattstunden und dann mit so einem... 2300? 2334, glaube ich, habe ich gesagt. Ja, ja, wenn man das jetzt... auf die maximales aus hinkriegen würde, wären das dann 920 Euro im Jahr erspart. Das ist schon nicht verkehrt. Ja, ja. Bei 40 Cent die Kilowattstunde. Jo, stabil. So, dann war's das mit dem Video. Habt ihr das mal gesehen hier, die ganze Anlage? Das ist echt stabiles Ding mit der Batterie. 90%. Ja, erste Sahne. Finde ich cool. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Lasst einen Daumen da und abonniert den Kanal. Peace, Leute, bis dann. Macht's gut. Und seid fleißig. 100%.